Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Eine weitere Folge Let's Try, die Rubrik, in der ich Spiele für euch teste. Vorneweg, in diesem Video wird es auch Keys zu gewinnen geben für dieses Spiel. Die wurden mir vom Hersteller selbst zur Verfügung gestellt. Also bleibt ein bisschen dran, guckt euch das Video an oder schaut einfach in die Kommentare, was die meisten Leute schreiben, um einen Key zu gewinnen. Das Ganze wird auch recht zügig verlost. Ich werde euch dann über YouTube benachrichtigen, wenn ihr den Key gewonnen habt. Was ihr machen müsst, schon mal ganz simpel, liked doch mal das Video, lasst ein Abo da, das wäre schon mal super. Und dann der letzte Punkt, den ihr machen müsst, um einen Key zu gewinnen, zumindest ein Steam-Game, verrate ich euch gleich im Video. Was ist Warfront Defense? Warfront Defense ist ein RTS, ein Strategiespiel aus der Vogelperspektive. Und wir machen einfach mal zusammen das Training. Ich habe selber gerade nur kurz angespielt, um eben das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Training Day, der erste Tag, Loading Level. So, das hier ist unser Spielgebiet. Das Ganze ist übrigens in der Unity Engine entwickelt worden. Ich persönlich mag die Optik sehr gerne. Hier unten ist unser Commander, sieht irgendwie aus wie so ein Hitler-Verschnitt mit ein bisschen italienischem Ziegenbart, keine Ahnung. Welcome to Warfront Defenders. Also willkommen zur Kriegsfront Verteidigung. Englische Spieltitel zu übersetzen ist vielleicht nicht gerade die sinnvollste Idee. Warfront Defenders ist ein Tactical RTS, also wie ich schon gerade erklärt habe, wo die Gegner angreifen und die verteidigen müssen. This is your base, the Peninsula of Westplate, Poland, 1939. Entschuldigung, das Spiel basiert nicht auf historischen Gegebenheiten, lehnt sich aber daran an. Also es ist jetzt kein akkurat historisches Kriegsspiel. Es möchte halt in dieser Zeit spielen, um dieses Szenario rum. Let's start your training with learning the camera. Okay, wir dürfen die Kamera bewegen. WASD, Leute, wer hätte das gedacht? Wow, QE, wir drehen die Kamera. Altbekannt, aber wie gesagt, ich mag irgendwie zur Zeit, ihr wisst ja selbst, dass ich sehr viel Albion Online spiele. Das hat ein bisschen was von Albion hier, die Grafik. Wonderful, you can use the scroll wheel, also das Mausrad zum Zoomen. Das geht ja mal schnell hier. Das ist ja mal hier, High-Speed-Scrolling. Okay, und X und Y, ja, das ist wieder Z hier, weil US-amerikanisches Tastaturlayout, ist rein und raus rum ein bisschen schneller. Gut, good. Now we will cover how to place units. Na, das freut mich aber. Erzähl mal hier. There are your soldiers. Track the icon and drop anywhere on the map to place the soldier. Also hier unten sind meine Soldaten. Ein Haufen. Drag and drop. Zack. Let's move. Ach, wie süß. Guck mal. Seht ihr den kleinen Helmmann da? Ist ja goldig. Mal ranzoomen an den Pimmel. Pimmel sag ich schon. An diese Person wollte ich natürlich sagen. Hallo, wo ist denn Y? Also X. Guckt euch den mal an. Guckt mal, ein kleiner, auch wie süß. Dieser kleine, ist ja irgendwie, also das ist schon mal ganz cool. sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Pimmel, muss man auch sagen. Ja, ist ein bisschen abgedreht, aber gut. Good job. 10 Bonuspoints, das freut mich aber riesig. In Warfront Defenders, you can issue orders to individual units as well as a squad. Okay, also ich kann einzelne Units befehligen als auch Squads. Notice that Echo Soldier has health and armor. Herz ist grün, Armor ist wahrscheinlich orange. Verstanden. Select your soldier by left-clicking on them. Getan. While selected, right-click on another position on the map to relocate your soldier. Sehr gut. Mann, wir machen das so gut. Bravo, 10 rank points and more. Wahnsinn. Das ist ja, ah, hier oben habe ich sogar Punkte rechts. Schön. We can also select a group of soldiers by clicking right-click and dragging a section box around them. Also right-click. Okay. Also Right-Click ist ein bisschen verwirrend, weil ich auch mit Right-Click move. Aber gut, wenn das Game das so will, dann machen wir das so. You can also select a group of soldiers. Ja, das habe ich schon geschnallt. There are supplies which you can drag and drop to your soldiers. Was? These are supplies. Okay, schon, was sind hier Supplies? Ich sehe nichts. Was ist denn der Pfeil? Was denn? Achso, das da. Oh. Ich Idiot. Also, ranzoomen. Y, nein, X. Oh Gott. Da muss ich mich noch gewöhnen, weil das Mausrad auch so komisch langsam ist. Mal gucken, ob ich das Mausrad hier. Audio-Volume passt. Ja, ich kann hier. Ja, geil. Einstellungen, Resume. Das ist alles hier in-game. Okay, alles klar. These are the supplies, also hier. Wir haben uns zwar ein Medpack. Ammo, eine Rifle und eine LMG. Granaten, Machine Gun. Sind noch ausgegraut. Ich glaube, die kann ich noch nicht benutzen. Ich kann diese von solcher. Ich gebe dir mal eine Rifle. Okay, der hat jetzt eine Rifle bekommen. Sehr schön. Weiter.
Supplies cost Rank Points to proceed. Ah, guck mal. Ach so, das sind die Punkte hier daneben. Ah, verstanden. This is your command center. You must prevent enemies from entering your command center. Okay, hier. Das muss ich beschützen. Ich bin Polen. Und das ist das Kommandozentrum, das nicht gestimmt werden darf. Übrigens werde ich gleich verraten, wie ihr, was ihr machen müsst, um den Key zu gewinnen. Also noch ein bisschen dranbleiben, Leute. Nicht abschalten, ne? Warten. After positioning a soldier, you can start the battle by clicking the start button. Start. This clock, also hier oben die Uhr, represents the current battle duration and the enemy attack status. Okay, also das zeigt jetzt sozusagen der Cooldown für die nächste Welle, so wie es aussieht. Enemies will come from their flag post position. Okay, hier natürlich das Deutsche Reich. The enemy also has a battleship which fires from distance. Was? What the fuck? Warum habe ich denn ein fucking Kriegsschiff hier als Gegner? Before the battleship starts firing, you will get notified of the area its targets. Stay away. Okay. Wow. Okay. Wie viele? Habe ich nur einen Soldaten oder was hier? Ich hätte gerne mehr als nur einen Soldaten. Once it fully gets covered by enemy flags, you will lose the battle. Whatever happens, don't let enemy take a command. Ja, das habe ich schon verstanden. Your training is over, proceed to the battle. Puh. Alles klar. In diesem Battle werde ich euch gleich verraten, wie ihr an die Keys kommt. Ich bin gerade noch in E-Mail-Kontakt mit dem Publisher, deswegen weiß ich leider nicht genau, wie viele Keys ich bekommen werde. Tue ich euch aber gleich in die Kommentare schreiben als gepinnten Kommentar und darauf antwortet ihr mir bitte. Das ist die Voraussetzung Nummer 1. Und wir spielen mal die erste Mission hier. Und zwar müsst ihr was in die Antwort schreiben und was sage ich euch auch gleich. So. 1. September 39, German Battleship Schleswig-Holstein. Hier kommt die Schleswig-Holstein. Opens fire of the Polish Blab. Okay, ja. Also die greifen uns anscheinend jetzt an hier. Die bösen Deutschen. German thought it will be an easy one-day victory. Ja. Die haben gedacht, es wäre einfach hier anzugreifen, aber nein, die Polen verteidigen. Ich wusste gar nicht, dass ich... Ja, ich bin jetzt Pole mal. So. Zoom. Okidoki. Ich würde gerne meine Soldaten... Wow. Meine Soldaten benutzen. Game. Achso, Drag and Drop war das ja. Ganz vergessen. Setze ich mal ein paar Jungs dahin. Ich weiß gar nicht, wie viel ist das hier im Bunker eigentlich an der Seite? Ist das hier im Bunker? Sieht so aus, ne? Ich würde sagen, da Dragon droppen wir auch mal einen rein. So. Der bekommt von mir eine Rifle. Und der soll bitte hier rein. Der Rifle fährt sie da rein. Hallo? Mag der nicht? Ich hoffe, dass die auch automatisch angreifen. Ich würde sagen, wir setzen nochmal ein zweites Team rein. Und du, Buddy, kommst du klar hier mit dem Bunker? Irgendwie mag der nicht. Ne, er soll schon da rein. Halt, 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 stopp. Komm zurück. Junge? Junge! Rein in den Bunker. Okay, der steht hier außerhalb. Das ist ein bisschen Schwachsinn. So. Und zwar schreibt ihr als Antwort auf meinen Kommentar unter dem Video Hashtag RTS. Und wenn ihr das gemacht habt, ich glaube, den da hinten schnappen wir uns auch nochmal, das war hier mal rein. Wenn ihr das gemacht habt, schreibt ihr bitte auch noch dazu so, ja, einen kleinen Satz, warum ihr das Game denn gerne haben möchtet. Ich denke mal, dass ich mindestens 3 Keys verlosen kann, schätze ich mal. Also schreibt ruhig zahlreich in die Kommentare. Und kann, ich verstehe nicht, warum der Typ jetzt hier rumbackt. Ich finde die Steuerung ein bisschen strange mit der rechten Maustaste. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wohin laufen die denn auch? Die sollen da rein in die Hütte. So, auf geht's. Ich habe 0 Punkte. Schon alles verballert. Okay. Das Schiff schießt hier vorne an den Eingang, so wie es aussieht. Und, ich weiß nicht, dagegen kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. Achso, die haben jetzt hier den Zaun, die Mauer zerstört. Wow! Flareguns oder was ist da los? Soldiers with Mauser Carabiner Rifle. Okay, kann ich mit dem was machen? Okay, mal gucken, wie meine Front hier aussieht mit den 4 Jungs. Ja, die lassen ihn erstmal einfach durchlaufen oder was? Ne, der kriegt schon ein bisschen auf die Fresse.
Okay, ist jetzt ein hartes Battle angesagt, oder was? Ja. Okay, der ist jetzt tot. Kann ich mit dem was machen? Nein, ne? Okay, ich habe 10 Punkte. Wobei, die haben ja schon eine Rifle, sehe ich gerade. Okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Unterstützung hier. Holy shit, kommen da viele. Wir drag und droppen mal hier mal ein paar Einheiten hin. Nicht, dass die uns hier überrannen oder so. Weil da kommen ja einige gerade angelaufen. Hier ist mein Fire Squad. Mit fast sagen. Ja, krass. Wie viele Deutschen kommen denn da durch, ey? Seht ihr das, wie die aber reinrennen? Ich würde fast sagen, die stellen wir da hin. Jungs, geht mal davor. So. Ich würde auch gerne hier vorne den mal eine LMG in die Hand drücken und den mal hier ein bisschen reparieren. Und hier ein Medkit. Was mir ein bisschen fehlt, ist so der Schusssound. Komm schon, hat der Typ jetzt hier vorne? Ja, der hat doch die. Woher kenne ich, was die. Ah, da ist LMG, steht hier, okay. Ich glaube, dem Rifleman geben wir mal ein LMG hier. Oh, das ist jetzt rausgepackt? Soll bitte wieder in die Hütte rein. LMG-Schütze 2, komm mal ein bisschen näher hier vorne hin. Taking fire. Ja, schießt du zurück. Nein, nicht sterben, nicht sterben! Kann ich den wieder zurückholen oder ist er jetzt dead? Der ist forever dead, glaube ich. Okay. So, der kriegt mal Granaten. Oh Gott, mein LMG. Alter, wir werden ja voll überrannt hier gerade. Was ist denn hier los, ey? Hallo, so was auch mit dir vorkommen. Jesus fucking Christ, ist hier viel los, ey. Der Bunker hier vorne ist ja völlig überfordert, ey. Okay, habt ihr die Granate gesehen? Gut Schuss. Guter Schuss. Okay, die kriegen auch mal hier LMGs. Ich glaube, die müssen einfach ein bisschen mehr ballern hier, die Jungs. Und wie die immer da durchrennen, so. Man wird hier voll übergerusht. Und die Jungs, die machen die hier überhaupt irgendwas? Also der beste Schutz ist bis jetzt immer noch hier in der Mitte. Rifle. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, einen Typen, der sowieso schon Munition, eine Waffe hatte. Oh, da drüben ist... Ah, warte mal, hier. Dem geben wir auch mal eine LMG. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wo hier was ist. Aber da unten kämpft noch einer mit. Die Jungs sind sowieso die Geizen hier in der Mitte, ey. Was ist denn da drüben los, ey? Okay. Kriege ich noch mehr Einheiten eigentlich? Okay, hier oben muss ich denen wahrscheinlich mal ein bisschen hier wieder helfen. Was brauchen die Munition? Okay. Okay, Submachine Gun Soldier. What the fuck? Ich glaube, wir heilen mal die Jungs hier ein bisschen. Submachine Gun Soldier. Die müssen jetzt einmal ein bisschen Kamikaze hier machen. Wir kommen an die vorderste Front, Leute. Da kenne ich nichts. Ah, da drüben ist mein Bunker, Junge. Seht ihr den? Der kriegt das schon geregelt. Taking fire ist gut, Mann. Ja, komm. Gib mir Punkte. Ich heile dich schon. Okay, da drüben ist richtig. Oh, da ist richtig Kack am Dampfen. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich muss die mal ein bisschen aufsplitten hier. Der Bunker-Typ da drüben macht einen richtig guten Job, Mann. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Jungs hier machen, aber ich glaube, die müssen auf jeden Fall mal hier rüber. So, dieses taktische Zurückbleiben scheint hier... Ich stelle einfach alle an die Front gerade. Und ich weiß auch gar nicht, ob die leveln oder so. Ich glaube, ich muss den Jungs mehr Granaten geben. Die Granaten machen auf jeden Fall Spaß. Der da drüben hält's aus, okay. Komm schon, schmeiß die Granate, Buddy. Schmeiß die Granate. Der Granatenboy ist auf jeden Fall, macht einen guten Job hier. Meine Front hält noch. Ich glaube, hier unten muss mal einer geheilt werden. Oh ne, der hat keine Munition mehr.
Der Granatenboy. So, hier muss einer geheilt werden. Oh, der Rifleman. Rifleman, nicht sterben. Alter, gib dem doch bitte dieses... Alter. Warum kann ich den nicht healen hier? Please, please, lass den Rifleman nicht sterben. Jesus Christ, Mann. Alter, was ist mit dem denn los, ey? Na, endlich, ey. Okay, hier drüben wird auch ordentlich geballert. Der kriegt eine Granate. War einer tot. Nein, nein, nicht sterben, nicht. Nein, nicht sterben. Scheiße, ey. Squad, drauf da. Tut was. Tut mal irgendwas. Oh nein, der ist ja schon durchgekommen, ey. Ja, stellt euch aber genau davor. Das passt schon soweit. Also ich glaube, meine Taktik geht gerade nicht auf. Ich glaube, ich mache mal die Schwarmtaktik. Ich gehe mit allen los. Ich glaube, das ist gut. Die Granaten, wie sie überall hinfliegen. So. Lassen wir einfach alle hier stehen. Gebt ihm wieder ein bisschen Munition hier. Den heilen wir mal. Jetzt trauen sie nicht mehr dahinter, oder was, die Deutschen? Was ist da los mit euch? Na, Taking Fire habe ich schon verstanden. Muss nur aufpassen, dass du nicht stirbst hier, Buddy. Wie soll ich den denn da vorne heilen? Ich sehe ja nicht mal... Guck mal, der steht irgendwo in dem anderen drin hier. Soll ich den denn heilen? Ah, super, ist er tot. Kann ich da auch hier unten? Ah, das wäre praktisch. Guck mal, ob ich das hier so draufziehen könnte. Aber ich muss hier immer so in-game irgendwie da drüber ziehen. Über den Nah... Ach, über den... Ah, guck mal hier. Ich glaube, ich musste hier drauf... Nee, auch nicht. Komm, mach den fertig. Granate, bam, Alter. Weg damit, genau. Mein Sword kriegt auf jeden Fall ordentlich auf die Fresse, so wie es aussieht. Kann ich da unten auch einzelne rauspicken? Ja, genau, kann ich. Warning, enemies are breaching your commands. Was? Wo denn? Oh, diese rechte Maustaste. Wo ist denn hier? Ach Gott, von der anderen Seite kommen die Panels oder was? Ey, hallo Game, lass mich doch laufen. Lauf doch jetzt mal los hier. Ich glaube, ich nehme mal so einen kleinen Spot. Stell die mal da hoch. Die... Nein, ihr sollt nicht da runter moven. Ihr sollt da hoch moven. Könnt ihr auch irgendwas tun? Bin mir nicht ganz sicher, ob die... Ob ich hier wirklich schnall, was ich hier tue, ey. Okay, wir stehen auf jeden Fall um das Gebäude rum. Ich bin nur noch am Heilen. Wollt ihr vielleicht auch mal was tun hier? Zurückkämpfen oder so? Nein, die Stadt... Ah, schon wieder einen verloren, ey. Kann doch nicht wahr sein. Kommt doch mal runter. Also, das ist manchmal... Es ist wirklich sehr schwer zu... Also, ich finde es schwer zu steuern. Vielleicht stelle ich mich noch ein bisschen blöd an gerade. Sehr viel... Oh Gott, da oben die Jungs. Beide tot. Durch das scheiß Boot oder was? Könnt ihr die mal töten? Okay, der ist down. Nein, oh shit. Hallo, weg da. Dieses scheiß Schiff, Alter. Ist dein Ernst? Alter, what the fuck? Wie soll ich denn dagegen ankommen, gegen so ein scheiß Boot, Mann? Und wie kann ich denn jetzt hier da drin verteidigen? Das ist super schwer, ey. Genau, die schießen jetzt genau da hin, wo alle meine Männchen stehen. Ist das dein Ernst? Alter, habt ihr es gesehen? Der hat einfach ein... What the fuck? Guck mal, die nehmen auch meine Fahne gerade ein. Alter, ich habe noch vier Leute. Das war's, ich bin RIP. Also, wenn ich euch eins sagen kann, dann ist es, dass das Game schwer ist. Die Steuerung macht auf jeden Fall das Ganze nicht so leicht. Und ich habe wirklich im ersten Match das Game verloren. Wow, alles klar. Vergesst bitte nicht, in der Videobeschreibung könnt ihr das Game gewinnen. Ich werde einen Kommentar drunter setzen, Hashtag RTS. Und dann schreibt ihr mal noch einen kleinen Satz dazu, warum ihr gerne den Key haben möchtet. Ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr schwer.
Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen blöd angestellt. Das kann ja auch sein. Vielen Dank fürs Reingucken. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit auf meinem Kanal und schaut auch mal die anderen Let's Try-Episoden an. Da gibt es immer wieder was zu gewinnen und ja, für dieses Spiel ein paar Keys, wie gesagt. Alles weitere in der Videobeschreibung und als Kommentar. Ich bin draußen. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao, ciao, euer Ralf.